Guten Tag, mein Name ist Christian Gost von Gost Immobilien in Köln. Wir befinden uns in einem ruhigen Wohngebiet von Köln-Hohlweide im Rechtsrheinischen und bieten hier ein sehr schönes Einfamilienhaus mit großem Garten und einer Garage an. Das Haus verfügt über ein Grundstück in der Größe von rund 450 Quadratmetern. Die Wohnfläche im ersten Obergeschoss und Erdgeschoss beträgt rund 132 Quadratmeter. Zusätzlich ist ein Teil des Dachgeschosses ausgebaut worden, um ein weiteres Schlafzimmer und ein Duschbad, sodass hier noch von uns die dort entstandene Wohnfläche hinzugerechnet werden muss. Insofern Sie sich für dieses Haus interessieren, dann schreiben Sie uns auf jeden Fall eine E-Mail, damit wir Ihnen das ausführliche Exposé zuschicken können. Wir werden jetzt im Anschluss noch einen Rundgang durch das Haus machen, so dass Sie bereits im Vorfeld einen ganz guten Eindruck von diesem Haus erhalten. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank und einen schönen Tag. Wir befinden uns jetzt vor dem Einfamilienhaus in Köln-Hohlweide. Kleiner Vorgarten, Zufahrt zur Garage, so dass man also auch gut ein Auto vor der Garage parken kann. Gerade das Tor ein bisschen auf, dann haben wir auch gleich einen Blick in die Garage und die Größe der Garage. War recht geräumig, also auch für Fahrräder hier, wo die Garagen stehen, ausreichend Platz. Beziehungsweise Mülltonnen, das Ganze funktioniert elektrisch per Funk. Und dann schauen wir mal hier in das Haus. Hat also in den letzten Jahren ein bisschen was noch modernisiert bzw. grundrisstechnisch geändert. Es ist eine neue Wohnungseingangstür reingekommen. Das Haus hat straßenseitig komplett neue Fenster aus Holz mit Doppelverglasung. Hier haben wir einen Einbauschrank. Und hier geht es dann in den Flurbereich, Zugang zu den Räumen. Klassisch am Eingangsbereich, schwenken wir mal kurz zurück, befindet sich ursprünglich die reine Gästetoilette und man hat das hier gerade erst vor ein paar Jahren modernisiert, ganz neu ausgebaut und das Ganze verfügt eben jetzt auch über eine Dusche, so dass man eben im Grunde genommen ein Duschbad im Erdgeschoss noch dazu gewonnen hat. Hier kann man auch ganz gut die Fenster sehen, die sind recht neu, alles mit Rollladen ausgestattet. Hier einmal Treppenhaus, die Tür, die hier halb geöffnet ist, geht es in den Keller, den schauen wir uns ganz zum Schluss einmal an. Und hier geht es eigentlich in das große Wohnzimmer, man hat hier eine Doppelflügeltür, die man komplett öffnen kann. Und dann einmal große Fenster in den Garten, Zugang zur Terrasse in den Garten und hier sehen wir die geschlossene Wand, die grundsätzlich nur mit Trockenbau geschlossen worden ist. Eigentlich geht das Wohnzimmer direkt dahinter weiter, ja, so dass man das also auch einfach wieder öffnen kann. Wir machen mal gerade einen kleinen Klopftest. Ja, ist also alles nur mit einer Trockenbauwand versehen. Dann haben wir hier schon mal einen Blick in den Garten. Ist auch ein schönes Gartengrundstück dabei. Hier die Terrasse. Der Einfachheit halber, damit man direkt einen Zusammenhang hat, gehen wir mal einmal hier in den Raum. Wie gesagt, das wäre eigentlich das offene Wohnzimmer. Na, hier hat man wieder die Trockenbauwand, großes modernes Glasschiebeelement ist hier reingekommen, elektrische Rollladen, eine Zeitschaltuhr und dann haben wir oder schließt sich hier die Küche an, die wurde jetzt entfernt, nach vorne raus, dann wieder auch modernes Fenster mit Rolllade und Zeitschaltuhr und hier die Tür einmal zu öffnen, sind wir wieder im Flur, wo wir im Grunde genommen ja gerade einmal
über den parallelen Raum, dem ursprünglich gemeinsamen Wohnzimmer. Hier kann man es ein bisschen sehen, die beiden Türen, die in den Wohnraum führen. So, kommt doch Henry, unser Qualitätsmanager. So. So, dann schauen wir mal in die erste Etage. Also hier unten im Grunde genommen ein großes Wohn-Esszimmer mit angeschlossener Küche, einem Duschbad, Garderobe, Zugang zum Keller, Zugang zum Garten mit Terrasse. Und hier im ersten Obergeschoss haben wir direkt hier rechts ein Schlafzimmer, eine Tür, zwei geradeaus. Und dann haben wir hier getrennt voneinander blau eingefärbt das Dusch- und Wannenbad. Und rosa eingefärbt ist eine separate Toilette. Wir fangen mal an mit dem ersten Schlafzimmer. Auch mit seitlichem Fenster und eben einem Blick wieder in den Garten. Zudem verfügen hier die beiden Schlafzimmer, die hier aneinander grenzen, über einen Balkonzugang. Schöner Blick in den Garten. So, und dann schauen wir mal in das nächste Schlafzimmer, was dann ja auch wieder über den Balkonzugang verfügt. Auch recht geräumig. Kann noch an den Abdrücken Teppichboden sehen, also ein Platz für ein großes Doppelbett, Kleiderschrank. Hier oben sind jetzt hinten raus ältere Holzfenster mit einer Doppelverglasung, während vorne ja alle modernisiert waren. Von hier oben nochmal ein Blick in den Garten, haben wir noch eine Brunnenanlage, einen kleinen Teich. Hier der Zugang zu den beiden Schlafzimmern. So, und dann geht es weiter zum dritten Schlafzimmer, was dann nach vorne raus sich befindet. Hier ist schon ein Holzboden eingelegt worden, ein Laminatboden. So ganz ersichtlich, gerade auf die Schnelle, müssen wir jetzt einmal fühlen. Genau, hier vorne raus dann eben wieder mit modernen Holzfenstern. Das Auto wegfahren lassen. So, mal ein bisschen rausschauen. Ist eine sehr, sehr ruhige Wohnlage hier. Man kann im Grunde genommen nur einmal im Kreis fahren. Ist im Grunde genommen eine Sackgasse, in der man einmal rumfahren kann im Wohngebiet, um dann wieder im Eingangsbereich rauszukommen. Ja, hier dann einmal die Toilette, separat vom Badezimmer, vorne raus mit neuem Fenster. Gleiches gilt hier für das Dusch- und Wannenbad. Neues Fenster ist schon drin, den Rest müsste man dann gegebenenfalls modernisieren. Ja, aber auch vom Raum ganz praktisch von der Größe. Ja, dann geht es weiter ins Dachgeschoss. Das Dachgeschoss war ursprünglich nicht ausgebaut worden und ist ja, so ungefähr in den 90er Jahren um einen Schlafraum oder Hobbyraum, wie man will, erweitert worden. Also hier rechts rein geht es in das ausgebaute Schlaf-Hobbyraumzimmer. Links hat man noch, kann man schon sehen, ein Duschbad eingebaut. Und geradeaus geht es in ein Lagerraum im Dachboden. Schauen wir hier mal rein. Also spricht vieles für Hausbau 90er Jahre. Alles schön mit Holz verkleidet. Grundsätzlich kann man hier nach oben hin die Decke öffnen. Das sehen wir gleich in dem großen Lagerraum. Also hier damals, wie das üblich war, eine Decke eingezogen. Auch hier das Fenster hat eine Rolllade, Doppelverglasung. Wir haben ungefähr eine Deckenhöhe von 2,30 m. Aktuell und gegenüberliegend das Duschbad.
mit einem Dachflächenfenster. Relativ groß, hier haben wir ein Waschbecken und Spiegelbereich. Und dann schauen wir mal weiter in den Dachbodenraum. Hier der Kaminzug. Ja, und hier kann man ganz schön sehen, man hat also hier im Grunde genommen den Bereich reingezogen mit dem Badezimmer und dem Schlafraum. Nach oben hin ist reichlich Platz, wie man es heute wahrscheinlich eher machen würde, dass man das weiter nach oben öffnet, um einfach eine andere Deckenhöhe zu haben, zumindest gefühlt, weil die Balken, die hier eingezogen sind, natürlich erhalten bleiben müssen. Soweit die Wohnfläche bzw. hier der Lagerraum. Das ist natürlich hier keine Wohnfläche, dieser Bereich. Und dann würde ich sagen, dann machen wir einen Sprung von hier und sehen uns vom Kellerabgang wieder. So, wir befinden uns jetzt hier wieder im Erdgeschoss, im Eingangsdielenbereich und schauen uns dann jetzt auch einmal den Keller gemeinsam an. Voll unterkellert ist das Haus. Und da hat sich Henry auch gleich gemütlich gemacht. Hier ist es halt deutlich kühler. Ja, haben wir hier den ersten Raum, klassischer Vorratsraum. Sieht alles gut aus, alles trocken nach vorne raus. Und auch sicherlich erwähnenswert, nicht ganz unwesentlich, die Elektroversorgung, die hier im Haus schon komplett modernisiert worden ist vor ein paar Jahren. Da kommen wir also gar nicht mehr ran. Dann haben wir als nächstes den Hausanschlussraum, Stromversorgung und den Wasseranschluss mit Wasseruhr, die Telekom. Und weiter geht's hier noch in die klassische Waschküche, Anschluss für Waschmaschine, Waschbecken und ein paar Wäscheleien. Ausreichend Belüftung ist da. Und als nächsten Raum kommt dann der Heizungskeller. Das Haus verfügt über eine Ölzentralheizung, die auch fortlaufend modernisiert worden ist. Ein klassischer Heizungskeller. Machen wir mal einen Schwenk. Eine Buderus-Anlage. Und dann schauen wir hier einmal weiter. Hier ist Treppenhaus nach oben, hier ist noch Garderobe, dann gibt es hier einmal, guck mal beim Lichtschalter, ja, das war natürlich nicht, Blick, den Öltankraum, wenn man das irgendwann mal umstellt, dann kann sowas natürlich entfallen. Ja, hier hat man dann schön, wie man das früher klassisch hatte. Ich meine, das Haus ist in den 60er Jahren gebaut worden. Man hatte also auch immer einen Partykeller, Garderobe, damit jeder seine Jacke aufhängen kann. Und dann hier seitlich mit einer Tür in den Garten. Fenster mit der Treppe sichtbar. Dann haben wir da das Fenster zum Garten hin. Und das ist auch ein recht großer Raum. Holz vertäfelt. Hier haben wir noch ein Fenster, welches unterhalb der Terrasse errichtet worden ist. Und hier schließt sich dann noch ein kleiner Mini-Ablagerraum an. Und dann schauen wir mal hier von unten kellermäßig.
in den Garten. Hier ist auch nochmal ein Raum als Abstellraum. So, und dann geht es hier nach oben, Kellertreppe in den Garten. Hier nochmal einen großen Wassertank, der über das Dach von der Garage gespeist wird. So. Hier noch einen kleinen Blick auf das Haus von der Seite. Und jetzt kriegt man auch einen ganz guten Eindruck nochmal. Hier hinten sind ja das Wohnzimmer, Wohn-Esszimmer, was momentan durch eine Rigipswand getrennt ist voneinander, aber eben leicht wieder zu öffnen. Eine Runde durch den sehr schönen Garten. Noch einen Blick weiter von hinten auf das Haus. Auch alles sehr gepflegt. Und auch ein Garten, der gerade auch für Kinder sehr schön geeignet ist. Das ganze Grundstück ist komplett eingefriedet. Braucht man sich also auch dann keine Sorgen machen. Ja, ein sehr schönes Haus. Soweit unser Rundgang. Wenn Ihnen unser Rundgang durch dieses Haus gefallen hat und Sie an dem Erwerb oder an einer Besichtigung interessiert sind, dann setzen Sie sich sehr gerne jetzt mit uns in Verbindung. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Sie erhalten in Kürze das Exposé und können nach dem Öffnen des Exposés sehr gerne mit uns einen gemeinsamen Besichtigungstermin abstimmen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auch sehr gerne vorab telefonisch zur Verfügung. Mein Name ist Christian Gost, vielen Dank und einen schönen Tag.